Herzlich willkommen hier auf dem Flo der YouTuber Channel. Heute geht es um meine Werkzeugkiste. Ich habe hier meine Werkzeugwand und meine Werkzeugkiste. In der Werkzeugkiste sind ein paar Sachen drin, wo man jetzt sagen könnte, die wären an der Werkzeugwand vielleicht auch sinnvoll, aber ich finde, ich brauche sie an der Werkzeugwand zu wenig, sodass ich sage, ich habe sie lieber hier in meiner Werkzeugkiste. Wir fangen mal mit dem Fach hier drüben an. Wir haben hier tatsächlich ein paar Stifte. Wir haben hier auch so einen günstigen Stift mit einer Bleistiftmine drin. Vorteil ist halt, er ist ziemlich dünn vorne. Das heißt, ich komme halt schön in irgendwelche Löcher zum Anzeigen rein. Werde ich mir tatsächlich noch einen zweiten organisieren, hier für die Werkbank. Ist aber so, die Werkzeugkiste steht nicht weit weg. Also ich komme jederzeit im Sitzen tatsächlich ran. Wir haben hier zwei Bithalter, so ein paar Standard-Bits. 08, 15 Bits, die teuren sind tatsächlich weiter unten, aber die besseren, teuren nicht, aber besseren. Hier drüben haben wir dann tatsächlich ein Feinmechanikerwerkzeug, wo Schlitz und Kreuz drin sind, weil hier am Schreibtisch habe ich ja den großen, Schreibtisch an der Werkbank habe ich den großen Kasten. Ersatzteppichmesser, Klingen sind drin und Ersatzminen für den Bleistift. Genau, dann kommen wir auch schon zum oberen Fach. Das schaut entsprechend so aus. Wir haben hier einen Schraubenzieher mit einem Bithalter. Wir haben hier einen Kreuzschraubenzieher und noch einen Kreuzschraubenzieher. Wir haben zwei Torx, zwei Schlitz. Wir haben einen Flaschenöffner, was ich normalerweise nicht brauche. Wir haben einen Imbusssatz. Wir haben natürlich eine Taschenlampe. Die habe ich gleich dreimal. Also ich habe noch zweimal die gleiche an der Werkbank liegen. Ich bin nämlich mit der sehr zufrieden. Wir haben einen Seitenschneider, eine Multizange, ein Cuttermesser. Das war jetzt in der ersten Seite. Und in der zweiten haben wir natürlich eine Rolle Duct Tape. Wir haben noch eine Spitzzange. Wir haben von Lidl das Packside Bit Set, mit dem ich echt sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Wir haben den kleinen Winkel drin, eine Wasserwaage, einen Zollstock. Wir haben den 0815 Gummihammer drin und einen normalen Hammer, eine kleine Rolle Isoband und Gehörschutz, falls man doch mal was macht, was ein bisschen lauter ist. Dann haben wir hier tatsächlich, das gibt es auch von teuren Firmen, ich habe das günstige, es ist auch von Kraftwerkzeuge, da habe ich tatsächlich einen Teil, also ich habe eigentlich nur drei Marken an Werkzeug da. B1 ist von Thom, dann habe ich Sachen von Action und entsprechend hier noch von Norma von Kraftwerkzeuge. Das sind VDE-Schraubenzieher, die sind zugelassen bis 1000 Volt. Mit so einem Wechselsystem, das heißt, wir haben Eingriff und wechseln dann einfach entsprechend durch. Das Ganze in einer coolen Box. Ja, und was mir schon so das ein oder andere Mal, ohne dass ich einen Akkuschrauber habe, den habe ich nämlich noch nicht, der fehlt noch, tatsächlich schon sehr vieles Leben gerettet hat, ist ein Ratschenschraubenzieher. Das ist auch ein günstiger vom Action, der funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Man braucht nicht immer umlangen, man kann halt einfach hier so schön Gas geben. Damit hat sich auch meine Werkbank befestigt und alles. Also mega geil. Die Bits sind jetzt nicht ganz so toll verarbeitet, aber sie tun ihren Zweck. Muss ich tatsächlich sagen. Das Ding kostet, glaube ich, 3-4 Euro. Das ist aber echt tatsächlich Gold wert. Den habe ich hier grundsätzlich drin, weil wenn ich ihn brauche, bin ich froh, dass ich ihn dabei habe. Genau. Das ist so meine Werkzeugkiste. Tatsächlich. Also wenn ich irgendwas... Meine Nachbarin sagt, hey, komm mal runter, bau mir mal einen Schrank auf oder ich zu einer guten Freundin muss da irgendwas machen muss, dann geht halt einfach die Kiste so, wie sie ist, mit. Außer es ist jetzt wirklich was, wo ich sage, okay, es ist ein Laptop zu machen oder so, der muss halt dann hierher, weil hier halt einfach der Rest vom Schützenfest ist. Genau, dann habe ich noch tatsächlich vor, wie gesagt, mir einen Akkuschrauber ja demnächst mal zu organisieren. Zu holen. Was es dann genau für einer sein wird, werdet ihr sehen. Es ist auf jeden Fall nichts Schlechtes. Sagen wir es mal so. Ja, in den nächsten Videos werden wir an der Werkbank ein bisschen was machen, denn ich habe nämlich ein Problem. Ich habe hier diese Rollen vom Panzerband und Paketklebeband und würde die gerne an die Werkzeugwand haben. Aber nicht an die schwarze Wand, sondern an die Holzplatte, wo die ganze Werkzeugwand dran ist. Und dazu müssen wir ein paar Halter drucken. Aber das im nächsten Video.
Und damit würde ich sagen, bin ich tatsächlich raus. Ich sag ciao, euer Flo der YouTuber. Hier habt ihr auf jeden Fall noch zwei weitere Videos, was YouTube euch vorschlägt. Und auch meine zwei anderen Kanäle, Stoffi King und Reborn Papa.